Hallo und herzlich willkommen zum Free-to-Play Friday. Heute mit Clicker Heroes, sowas. Random aus dem Steam-Shop heruntergeladen, kostenlos erhältlich. Und dreimal könnt ihr raten, worum es bei diesem Spiel geht. Ums Klicken, richtig. Man könnte auch meinen, es ist der Sehenscheiden-Simulator 2015. Ja, worum geht's? Ums Klicken. Ich hab's noch nicht, ich hab's nur ganz kurz ausprobiert. Ich bin fast blind sozusagen. Die Musik ist auch sau laut. Ich muss sie mal ganz kurz ein bisschen runterdrehen hier. Ich höre nämlich überhaupt nichts mehr. So. Ich hoffe, so nimmt er das jetzt auch auf. Das wäre nämlich gut, da brauche ich es nicht umbauen. So, hier sind Gegner. Da sind unsere Heroes. Wir haben noch keinen. Also haben wir auch 0 DPS. Automatisch. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, bam, ein Damage. Bam, ein Damage. Bam, ein Damage. Und tot. Und dann kriege ich ein Gold. Ja? Das ist schon das Spielprinzip eigentlich. Hier wieder. Bam, ein Damage. Bam, ein Damage. Au, tot. So. Und das machen wir jetzt weiter, bis wir 5 Gold haben. Ich kann es langsam machen, damit man auch die Pracht dieser Gegner sieht. Hier sieht man, okay, 5 von 10, das ist für die Stage hier oben. Hier wird so eine Blume mal andersrum. Und jetzt haben wir 5 Gold und er sagt mir, bam, ich kann ein Helpful Adventure holen. Und zwar ist das so, ich kann einen holen, ich kann 10 holen. Ihr kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor von Adventure Capitalist. So eine Art ist das auch. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, yay, habe ich jetzt gemacht und jetzt sieht man eigentlich, Moment, wieso habe ich noch keine DPS? Weil der noch keine DPS macht. Ach so, ja gut. Stimmt ja. So war's. Der hat jetzt unseren Damage um einen erhöht. Das heißt, ich mache jetzt 2 Damage. Da sieht man, ich kann jetzt hier schön bam, kloppen, Area complete. Die sehen übrigens sehr lustig, wenn man draufsteht, so So, und jetzt kann ich ihn noch upgraden, dann habe ich wieder einen mehr. So, jetzt habe ich 3 Damage. Jetzt sieht man schon, geht hier eindeutig zu schnell. Wir sind zu stark für dieses Level. Muss mal eben... Vom Klicken werde ich heiser hier scheinbar. Ich spreche auch ein bisschen laut. Das Mikro ein bisschen wegschieben. So, das heißt, wir können jetzt die Stage wechseln. Und die haben schon mehr HP. Und man sieht, geben aber auch ein bisschen mehr Gold, nämlich 2. Oh, das heißt, wir können jetzt hier wegkloppen. Wir müssen wieder 10 machen, bis wir die nächste Stage haben. Das machen wir jetzt auch mal. Mir tut schon langsam mein Mittelfinger weh. Mein Klickfinger weh. So, Area complete. Wir könnten den jetzt upgraden und in die nächste hier. Und dann sieht man schon, okay, das dauert sogar schon länger. Level 3 gibt uns aber auch ein paar mehr Gold. Das heißt, wir werden jetzt hier mal wegkloppen. Weil ich würde gerne Tree Beast, also den zweiten Hero hier, holen. Denn der hat schon DPS. Ne, DPS ist halt, da brauche ich nichts machen. Das ist dann auch so ein bisschen wie Adventure Capitalist. Jetzt können wir ihn uns kaufen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich mach das mal. Bam. Und jetzt seht ihr hier, läuft das automatisch runter. Weil der seine 50 DPS, seine 10 DPS... 5 DPS, her hier nochmal, bauten. Dann klatscht er dir um. Ich kann das natürlich unterstützen, indem ich hier oben unseren Kollegen benutze. Und der hat zum Beispiel viel mehr DPS, der da unten. So, jetzt haben wir es wieder weiter geschafft. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier noch sagen, ja, ich grade den mal ein paar Mal ab. Dann machen wir hier schon 5 Damage. Plus eben die 50, die 5 DPS, die der pro Sekunde macht. So, jetzt haben wir das Spielprinzip eigentlich komplett begriffen, muss man sagen, ne? Was wir jetzt, bevor wir den nächsten gehen, nochmal machen, ist unser Tree Beast einmal aufleveln. Das heißt, ich klopp hier mal ein paar Figürchen runter. Haben wir schon, alles klar. Bam, jetzt macht der nämlich 10 DPS. Jetzt seht ihr es, läuft hier schon deutlich besser runter. Wenn ich das mit ihm zusammen mache, 1A. So, dann gehen wir mal Level 4.
Haben schon ein bisschen mehr. Geben aber auch ein bisschen mehr Gold. Also man kann hier rüberfahren und einsammeln. Ich glaube, es wird auch nachher Zeit eingesammelt. Lass mal ausprobieren. Ja. Also nachher Zeit wird es auch eingesammelt. Ist also nicht verloren. Denn das Spiel geht auch offline weiter. Also sprich, wenn ich jetzt auslogge, dann holt mir der Held hier zumindest holt mir Gold rein. Wenn ich nur den da oben hätte, dann wäre nichts passiert, weil das ist ja nur mein Click-Damage. So. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen Geld gesammelt, aber ich würde gern Ivan the Drunken Brawler holen. Hui. Ah, klicken. Yay. So. Wir haben auch hier halt noch so Achievements. Hoard 500k Gold. Kriegen wir 1% DPS mehr. Hier unten dann so Sachen wie Reach 10k DPS. 10.000k. Gott, oh Gott. Also man merkt, es ist tatsächlich die Richtung. Hier hat man noch ein Log-File. Timeplate. 7 Minuten. Man kann übrigens, es wird gespeichert. Also wenn ich auslogge, läuft das weiter. Und dann hat man hier noch so einen Punkt, kann man hart resetten. Also sprich, alles wieder auf Null setzen. Man kann aber auch sein Save-Game hier draufpacken. Und, ja. Achso, weitermachen. Man kann sein Safe-Game speichern, wollte ich sagen. Hm. Also, manuell, weil... Oh, hier ist eine Truhe, das, weiß ich nicht, was das ist. Oh, das gab Gold. Krass, krass, krass. Da können wir uns gleich den neuen, Typen leisten. Und jetzt gleich. Bam. Tada. So, jetzt sieht man hier schon, das läuft gut runter. Und hier ist Brittany. Brittany hat dann aber auch schon 74 DPS. Und wir haben ein Achievement. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal in Steam. Deshalb, ich hatte ja zurückgesetzt. Hier brauchen wir jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Hier könnte ich jetzt sagen, Claw, Looker. Ne, holen wir mal ein bisschen Gold. Und ich mache hier mal ein bisschen Damage. Ne, dass wir hier jetzt auch... Boah, das ist schon ein bisschen mehr hier. Blasemaul. Yay. Achievement. Proficient Clicking. Wir haben 1000 Mal schon geklickt. Alter Verwalter. So. Und jetzt haben wir hier, hier haben wir tatsächlich eine, das ist der Boss. Da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen mitklicken. Oi, wir haben 21 Sekunden Zeit. Aber das schaffen wir. Oh Mann, das ist ganz anstrengend. Bam, Area Complete. Achso, den können wir jetzt auch immer wieder machen, oder was? Joa, scheinbar. Oh Gott. Na, zweimal kann ich den nicht machen, das tut mir leid. Das, okay. Hat aber auch immer mehr. Hat er immer die gleiche Anzahl an. Gut, den Boss kann man immer wieder machen, das ist ja schön. Der gibt gut Geld, muss man sagen. Kann ich gleich hier mal Ivan aufrüsten. Gucken wir mal, ob die das alleine schaffen würden. Mhm, 70% meiner totalen DPS macht der. Mhm, alles klar. Okay, wir gucken mal. Wir gucken, ob der den alleine schafft. Weil den können wir natürlich auch noch verdoppeln. Die verdoppeln nicht, der macht 31%. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage BAM, dann schafft dann... Was gibt mir der 100? Jetzt müsste es aber schaffen, glaube ich, oder? Ja, doch. Das ist also noch über 50%. Das heißt, hier könnte man jetzt einfach farmen. Ne, weil, ich weiß nicht, wir gucken mal, was der bringt. Oh. Wir gehen mal weiter.
Und hier kann man jetzt eben mitklicken. Gucken, ob man hier noch ein Achievement kriegt, wenn man es schneller macht. Matsch, 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 matsch. So. Oh Mann, ist das anstrengend. Area complete, alles klar. Und dann haben wir hier wieder noch mehr. Gut, die Figuren, ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann euch nicht sagen, wie hoch da jetzt der der Langzeitmotivationsfaktor ist, oder müsste man ins Krankenhaus, muss man sich die Hand kaputt gemacht hat, aber kurzzeitig ist das doch recht lustig. Hier ist sogar ein neues Figürchen. Der Patch kam auch wohl gerade raus. So, wollen wir mal gucken. Matsch. Gehen wir hier mal hin. Was bringen die denn so? Boah, das ist locker weg, würde ich sagen. Wir können uns gleich Brittany leisten. Ich bin gerade im Überlegen. Ich gucke mal kurz, was die bringen hier. Ah, 5 Gold. Ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, noch ein paar Mal den Boss zu legen. Sind wir jetzt hier in einer neuen Area. Ein bisschen. Ah, jetzt haben wir schon 12 Damage. Mal gucken, steht hier auf, wie viel Damage der macht? Nein. Achso, wir können auch gleich 25 Stück kaufen, alles klar. Bam, 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 bam. Area complete. Mal gucken, ob es hier einen neuen Boss gleich gibt. Die haben echt schon recht viel HP. Bam! Puh. Anstrengend, ich muss kurz eine Pause machen. Wir rüsten Ivan auf. So, jetzt will ich doch nochmal gucken hier, der Boss, wo war der denn? Der war da, oder? Ja, hier kriegen wir jetzt 100, nee, mal gucken, wie viel wir kriegen. Wir haben 523. 595, also nicht mal, na doch, 70 kriegen wir hier. Ah, jetzt können wir hier zum Beispiel auch für 100 Gold den ersten. Ah, was ist das denn? Achso, jetzt macht er 23. Okay, plus 10 Damage, schon cool. Ich würde jetzt, ich will hier jetzt auf jeden Fall nochmal kurz Brittany Peach Beach Princess mit ihrer Schaufel da kaufen. Achievement, kill 10 Bosses. Ja, das ist immer dasselbe. Ah, weiter geht's. Wir haben es gleich geschafft, noch zweimal den Boss. Dann kann ich mir das kaufen. Was kostet das hier? 250 Gold. Oder muss ich 25 sein? Alles klar. Und jetzt können wir uns die Beach Princess kaufen. Und danach The One Ring Fisherman. Oh, das ist gar nicht schlecht. Der macht das jetzt super alleine. Bam. Bam. So, und jetzt werden wir uns hier den mal ein bisschen aufwerten. Oh, 38. Jetzt machen wir 38. Das ist ja super. Okay, dann gehen wir gleich mal wieder zurück in die in das richtige Gebiet. Okay. Dann machen wir hier mal kurz. Da waren wir stehen geblieben. Da kann ich jetzt auch ganz locker wegklicken. Wenn das nächste Achievement kommt, klicke 10.000 Mal. Dann habe ich. Da kann man so ran messen, wann man seine Maus kaputt gemacht hat. Weil so eine Maus hat ja normalerweise so eine maximale Klickanzahl. Ich fühle mich wie bei Diablo 1 damals. Yay, ein Shop! Das war klar. Wir können ja mal kurz reingucken, wobei ich glaube, dass. Ah, hier. Kann ich mir Refreshes kaufen und Gilded Heroes und was weiß ich. Hero Souls und naja, kann man halt kaufen.
Keine Ahnung, ob das jemand macht. Achso, wir müssen auch natürlich hier... Wir können hier übrigens auch... Oh. Ich habe jetzt gleich 10 Stück gekauft. Mache ich gleich 56 Damage. Coole Wurst. Dann gehen wir hier mal hin. Also man sieht auch, das Gold wird mitgenommen, wenn ich wechsle. Ah, das ist wieder ein Boss. Oh, der hat schon 5.500 HP oder so in den Dreh. Also den schaffen die, glaube ich, noch nicht alleine. Gucken, wie viel... Ah, bam, Area Complete, Errungenschaft, Beast Zone. So, jetzt gucken wir mal, wie weit die runterkommen. Hier ist nur noch... Jetzt macht der nur noch 9% und der macht 42%. Okay, die machen fast beides, alles zusammen. Nee, das schaffen die auf keinen Fall. Da muss ich mitklicken. Dann machen wir das jetzt 2-3 Mal, um unsere Dinger aufzurüsten. Oh Gott. Puh. Und zwar leveln wir sie mal ab. Und dann leveln wir den oben noch und dann gucken, ob sie es alleine machen. Dann können sie es wieder 10 Mal machen. Bam. So, gucken wir mal, ob die es schaffen. Der müsste auf 3000 HP sein. Sonst schaffen sie es nicht. Ich weiß nur gar nicht, wie viel... Mal gucken. Nee, das schaffen wir nicht. Da brauche ich, muss ich noch mal ein bisschen unterstützen, damit wir uns hier noch ein bisschen was aufrüsten können. Meine Fresse. So, jetzt können wir uns hier was Neues kaufen. Clickstorm. Ultimate Performance 10. Oh, hier. Ach so, jetzt habe ich einen Hotkey oder was. Ah, cool. Geil. Okay, hat halt einen Cooldown. Für 30 Sekunden klicke ich 10 Mal pro Sekunde. Alles klar. Da kann man ein bisschen Geld farmen. Lustig. Finde ich witzig. Dann lassen wir es mal eben mal durchlaufen, damit wir den hier nicht verschwenden. Aha. So, nun war es das. Dann machen wir die jetzt hier noch halb mit tot, damit die wir aufrüsten können. Wie lange brauche ich eigentlich? Oh, 4000. Wie viel bringt denn jetzt eigentlich das Upgrade von Brittany? Doppelt, alles klar. Nehmen wir das mal mit. Jetzt braucht das Level 10. Oh. Nice one. So, das müsste jetzt passen, oder? Jetzt müssten sie es schaffen, ohne dass ich draufklicke. Jawohl. Gut. Ich will eben The Wandering Fisherman noch haben. Das heißt, ich mache hier nochmal ein bisschen mit, damit das schneller geht. Ah, zweimal den Boss noch, würde ich sagen. Puh. Ey. Hey, nochmal. Bis zur Hälfte klicke ich. Ah, ist das anstrengend. Achso, ich wollte bis zur Hälfte klicken. Oh, das war schon der dritte Boss. Das musste... Tschu. Bam. So. Was ist denn hier jetzt das nächste? Increases Sit Level Damage, Click Damage bei... Ach, das ist dann wieder... Ist doch gut. Quiet Level hier. Oh, gut. Jetzt gibt es auch nicht mehr so viel Gold, oder? Mal gucken. Was macht das hier? Oh, geil. 500 Gold. Muss ich noch auf Level 10 haben. So, jetzt haben wir noch Level 10. Haha. Und jetzt das. So. Jetzt macht der vielleicht wieder ein bisschen mehr Damage. Krass, krass. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das bringt uns jetzt mehr gar nicht mehr so viel. Dann gehen wir jetzt mal hier hin.
Die 10 machen wir mal durch. Das war der Boss von eben, ne? Macht das, increase es nochmal bei 100%. Krass, krass, krass. Area complete. So, jetzt will ich mal gucken. Wandering Fisherman, Betty Clicker. Die macht gut. Die macht gut Damage, würde ich sagen. So, erstmal 10 davon. Weil jetzt haben wir nämlich auch 78 Damage hier. Den will ich auch nochmal aufrüsten. Auf 17. Denn wenn wir den auf 25 haben, dann geht das ab. Aber wir gehen mal einen weiter. Oh, die geben schon ganz gut. Ich klick mal mit. Mal gucken, wie viel Damage macht er jetzt. Der macht schon wieder 29%. Jetzt habe ich mir jetzt wieder High Damage. Heini. So, jetzt brauchen wir 1225 Gold. Können ihm nochmal seinen Damage erhöhen. Uiuiuiuiui. Nehmen wir mal hier weiter. Jetzt ein bisschen spannender. Ja, bam. Jetzt habe ich so, was ist das? Nochmal bei 100%. Krass, krass, krass. Jetzt macht der nämlich hier plötzlich wieder 47%. Und der hier hat vorher, was weiß ich, wie viel gemacht. Ist ja heftig. Der macht 23. Dann mache ich mal hier ein Update drauf. Area complete. Wir wollen demnächst noch den nächsten Boss sehen vom Ende dieser Folge. Der müsste, glaube ich, bei... Mann, Mann. Was war denn das hier? 10.000 Gold, Level 10. Okay. Ah, jetzt haben wir 100 Damage. Nicht so schlecht. Oh. Ah, hier ist der Boss. Dollern wir nochmal rauf. Oh, das wird zu knapp. Uiuiui, da müssen wir farmen noch ein bisschen. Nee, das wird nix. Uiuiui, nee, das können wir knicken. Schon ein bisschen Farben hier. Brauchen wir auf jeden Fall mehr DPS. Und zwar müssen wir... Was macht der denn jetzt gerade? Der macht 7, die macht 26. So, jetzt macht's 30. Oh, da müssen wir auf jeden Fall den hier machen, weil dann... Man. So, wie viel macht sie jetzt? 38 und er macht 37 und hier, der Kollege macht nur noch 18. Meine Fresse. So, geh los, geh los, geh los, geh los. Wir müssen ihn auf Level 10 kriegen. Jetzt mache ich schon 1500 DPS. Das reicht aber auch nicht, weil der hat über 70.000, der Typ da hinten. Ach, ich muss hier noch upgraden, muss ich sie noch. Oh, hier. Treasure Chest. So, jetzt brauchen wir noch 7.000, um ihr Achievement dazu geben. Oder versuchen wir ihn einfach mal. Oh nee, das wird nichts, glaube ich. Also wir müssen auf... könnte knapp werden. Also ich mache da gar nicht so viel jetzt gerade. Nee, das wird nichts.
gleich einen echten Krampf. Ganz ehrlich, ich krieg einen Krampf. Oh, 3,9, das wird nichts. Hey, müssen wir noch weiter upgraden alles. Machen wir denn mal. Wir müssen auf jeden Fall müssen wir sie upgraden. Auf jeden Fall, das gibt mal einen richtigen Damage-Schub. Weil die macht jetzt 47%. Wenn ich das verdopple, macht die 1400. Das ist gut. Das machen wir noch schnell. 5 Minuten haben wir noch. Dann ist die halbe Stunde rum für ein Free-to-Play-Friday. So. Komm. Und dann müssen wir unseren Kick wahrscheinlich auch nochmal upgraden. Yay! 8700! 9000! Zweimal noch! Dreimal noch, meine ich! Und jetzt! Nochmal. So, dann wollen wir sie mal hier. Ja, jetzt. Das rockt. Und jetzt ihn. 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 7%, 20%, 61%. Wir haben unsere DPS mal verdoppelt. Dann wollen wir es ausprobieren jetzt. Okay. Ob ich dann draufklicke oder nicht, das ist bei der Menge wahrscheinlich völlig egal. Jetzt aber dicke. Ganz dicke. Dann kann ich nämlich gleich versuchen, mit dem nochmal aufzuwerten, hier unseren Ivan, the Brawling Brawler Brawl. Oh, der gibt gut. Hier. 10 und Bam. Mal gucken, ob die das gleich einen später noch alleine schaffen. Ich will nämlich jetzt gleich mal meinen Kick aufwerten. Also das wird einfach so weitergehen. Okay. Ah, das könnte knapp werden. Ich glaube, die schaffen das nicht alleine. Wir gucken mal. Die müssten ja hier ungefähr bei 15 Sekunden sein. Und das ist ganz knapp. Ganz knapp. Na doch, vielleicht. Lass uns mal durchlaufen. Ich meine... Komm schon. Ah, doch, dicke. Wunderbar. Dann würde ich sagen... Inia. Ja, doch, jetzt auf jeden Fall. Jetzt können wir den nämlich farmen und dann können wir als nächstes hier die gute Betty Klicker kaufen. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr, obwohl. Was gibt der hier pro Durchlauf? Können wir hier auch wieder unseren Special nehmen. Yay, haben wir es hier verdoppelt. Wunderbar. Doch, da können wir uns Betty Klicker noch kaufen kurz. Ist so geil. King Carpeticus. Oh, jetzt ist der Klick vorbei. Jetzt ist der Klick vorbei. Jetzt ist der Klick vorbei. Was bringt das hier? Ah, nochmal 100%. Da muss ich auf 75 zu sein. Und das können wir ein bisschen... Yeah! Wir müssen nur 20.000 noch schnell zusammenkriegen in anderthalb Minuten. Ah, das klappt. Da können wir sie uns kaufen. Betty Klicker. 4.000 DPS und danach kommt The Masked Samurai. Krass. Krass. Ja. Wie sieht das eigentlich in der nächsten Dings aus? Oh, der geht gut runter. Da brauche ich gar nicht mehr klicken. Bisschen echt so... Wunderbar. So, und weiter geht's. Den Riss sieht jetzt eigentlich als nächstes aus. Haben wir nämlich hier einen vergessen? Ne, Level 10, Level 10. Dann machen wir den hier auf Level 10. 18. Boah, super. Area complete. Ja, so, Leute. Ich mache ganz kurz die Musik hier aus. So sieht's aus mit diesem Spiel. Ist ein Free-to-Play-Spiel, ist ein browserbasiertes Spiel, genauso wie Adventure Capitalist. Funktioniert auch eigentlich auf genau die gleiche Art und Weise.
Guckt es euch an. Ist nur 80 MB groß, ziemlich schnell runtergeladen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder oder nächsten Freitag im Free-to-Play Friday. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön. Tschüss.